Moin, willkommen zum nächsten Video. Und zwar, es geht diesmal um die Roomtour. Ich habe ja schon ganz oft gesagt, dass wir jetzt mal eine Roomtour machen. Und wir fangen mal außen an. Das ist ein Fiat Ducato aus dem Baujahr 2013 mit einem 2,3 Liter mit 131 PS. Was haben wir äußerlich verändert? Wir haben zum einen alle schwarzen Anbauteile haben wir grundiert und mit einem Raptor-Lack gestrichen, von 15 auf 16 Zoll, unbereift. Es ist ja die 6 Meter Variante und die hat ringsum keine Seitenmarkierungsleuchten, die haben wir bei dem Modell nachgerüstet. Dann haben wir neue Scheinwerfer verbaut und haben auch gleichzeitig auf LED umgerüstet. Also wir haben hier die Osram H7 Leuchtlampen drin, die sind für das Modell auch mittlerweile zugelassen. Vorne haben wir ein Maxi-Fahrwerk verbaut vom Fiat Ducato. Das hat den Vorteil, das Fahrzeug ist höher und liegt viel besser auf der Straße. Hinten haben wir nämlich ein Luftfahrwerk verbaut. Das ist von Goldschmied. Das sind 8 Zoll Balken darunter. Und damit können wir das Fahrzeug ziemlich gut, er liegt halt optimal auf der Straße. Und vom Beladungszustand ist es eigentlich jetzt relativ egal. Also wenn wir jetzt viel Ballast hinten haben, da hängt das Heck hängt jetzt nicht mehr so stark durch. Alle Anbauteile haben wir eigentlich in Raptor-Lack gestrichen. Dann haben wir eine Markise nachgerüstet. Das ist eine Thule Omnistore 6300. Da haben wir die normale Variante genommen. Es gibt ja auch elektrisch, aber wir haben sie mit der Hand. Da habe ich die Kurbel einfach zerschnitten oder zersägt und ein bisschen umgebaut, dass ich die mit dem Akkuschrauber bedienen kann. Ja. Es hätte nicht sein müssen, war aber interessant, ich habe es einfach gemacht. Dann haben wir hier oben noch eine Regenabweisrinne mit integrierter LED-Beleuchtung. Die kann ich auch absolut empfehlen, die ist extra für den Ducato gemacht scheinbar. Und seit wir das haben, haben wir halt absolut in der Schiebetür nahezu gar kein Wasser. Wir haben bei dem Fahrzeug auch Fenster nachgerüstet. Auf der linken und auf der rechten Seite haben wir Aufstellfenster. Dann haben wir noch ein Einlaufstutzen, nennt man die, glaube ich, haben wir nachgerüstet, damit wir den Wassertank besser befüllen können. Wir hatten es anfangs von innen, aber da ist dann uns zweimal das Manöver passiert, dass wir ein bisschen Wasser zu viel reingeschüttet haben und dann, oder halt das Wasser ist dann, hat ein paar Sachen nass gemacht, woraufhin ich dann gesagt habe, das Ding muss nach außen. Ja, dann, was gibt es noch? Auf dem Dach haben wir eine Solaranlage mit 800 Watt. Da haben wir extra das Gestell dafür selber gebaut. Das kann man von der Seite besser sehen. Es ist eine 800 Watt Solaranlage verbaut. Und eine Dachluke, eine elektrische mit Ventilator. Ja, das ist eigentlich das meiste oder von außen, was wir nachgerüstet haben. Dann würde ich sagen, wir fangen von hinten an. Im hinteren Bereich haben wir noch die Fenster verdunkelt oder getönt und eine Rückfahrkamera haben wir auch nachgerüstet. Ja, das ist unser Ducato von außen. Von innen sieht er so aus. Da haben wir die Türen von innen gefilzt und oben solche Bretter nachgerüstet, um extra Lautsprecher reinzumachen. Da haben wir Kabel verlegt. Und auf der Seite genauso und haben dann noch so Einbruchschutz da oben, diese, ich weiß nicht wie die heißen, so Pickstopp sind das, damit man die Türen von innen verriegeln kann. Ja, Filz haben wir verklebt, an einigen Stellen ist er wieder aufgerissen mit der Zeit. Das war eigentlich so ein kleiner Riss, aber der ist immer mittlerweile größer und größer geworden, das werden wir noch in der Zukunft dann noch ausbessern. Hier muss ich aufschneiden. Da ist nämlich bei uns ein Kabelbruch gewesen und die Kabel hier drin habe ich dann erneuert. Durch die Türen, wenn sie auf und zu gehen, sind die Kabel halt irgendwann mal kaputt gegangen. Da werde ich dann noch solche Bretter reinmachen, hier oben, damit es dann gleichmäßig aussieht oder halt einheitlicher. Ja, im hinteren Bereich haben wir wollten unbedingt, dass man durchlaufen kann und auch noch trotzdem viel Stauraum hat. Da haben wir hier über die Winterzeit so einen Verdunklungsvorhang, den wir dann zumachen,
damit dann der Schlafbereich so eine Höhle dann ergibt, damit wir dann, wenn wir dann nachts ja, zur kalten Jahreszeit heizen, damit wir dann nicht die volle Heizung laufen lassen, sondern nur einen Heizstrahler hinten, wo wir extra über eine Steckdose, über die 230 Volt, wo er dann extra diesen kleinen Raum beheizt. Ja, haben wir so kleine Stauraummöglichkeiten für unsere Wasserschläuche, für die Außendusche. Und da ist dann unsere Garderobe, wo wir dann unsere Jacken aufhängen. Gut, auf der Seite, da haben wir dann unsere Außendusche. Die wollte ich nicht außen haben, sondern nur hinten. Da machen wir dann, schließen wir an und dann können wir draußen duschen. Worauf haben wir geachtet eigentlich? Wir haben halt darauf geachtet, dass alles mehr oder weniger zu ist. Hier hinten haben wir Stauraummöglichkeiten. Da ist dann unser ganzes Putzzeug drin. Da ist dann unser Vorrat also unser Lebensmittelvorrat. Und da haben wir dann extra noch Stauraum. Da unten ist dann ein bisschen Flüssigkeiten, Wasser und sowas. Und einen Wassertank haben wir hier drin verbaut. Hier unten drunter ist ein 110 Liter Wassertank, der extra für den Ducato ist, um den Radkasten herum. Ein Staubsauger muss auch dabei sein. Und hier haben wir extra Stauraum gemacht für den Kinderwagen, damit wir unterwegs sind. Normalerweise sind hier dann noch Boxen, aber wenn wir mit dem Kinderwagen unterwegs sind, muss das hier, fehlt halt hier diese eine Box. Ja, da haben wir hinten dran auch noch Stauraum für andere Möglichkeiten. Also da haben wir Campingstühle normalerweise und alles Mögliche, die wir jetzt aktuell nicht benötigen. Hier unten drunter haben wir unseren Wasserboiler. Das ist ein 5 Liter, nee, 6 Liter Wasserboiler, über 230 Volt. Und ja, das können wir abriegeln über so ein Sperrventil, damit die heiße Luft, die durch den Wasserboiler durchläuft, nicht mehr durch den Wasserboiler durchläuft, sondern direkt dann in die Dusche rein. Also im Schlafbereich haben wir das Bett so gebaut. Das ist eigentlich so aus dem T4, T5 Bereich. Das bauen die ja, Selbsthausbauer, damit die mehr Platz haben. Und wir haben das genutzt, damit wir hier drin dann ja, unser Bett haben und auch durchlaufen können. Tagsüber bauen wir das Bett dann zusammen. Das ist alles so eigentlich in 2 Minuten zusammengebaut. Wird einfach rübergezogen, dann rastet der hier vorne ein. Dann wird dann die zweite Matratze genommen, die wird in die Mitte gelegt. Und dann haben wir hier eigentlich ein großes Bett, 1,40 m auf 1,93 m. Da haben wir dann extra Vertiefungen, also soweit es ging, haben wir das dann reingemacht. Gedämmt haben wir das ganze Fahrzeug mit Armaflex. Und ja, die Dachluke von oben, die benutzen wir dann, wenn wir im Fahrzeug duschen. Wir hatten vorher eine andere Dachluke drin, eine ganz normale. Daher ist die Aussparung auch so groß. Das bleibt erst einmal so. Da werden wir nämlich im Sommer noch eine Klimaanlage nachrüsten. Dann kommt die Dachluke auch weg. Und die Dachluke wird dann nach vorne wandern. Die ist dann unter der Solaranlage. Aber das benötigen wir auch nur extra wegen dem Ventilator, damit wenn wir kochen oder die Luft halt hier schnell raus muss, mit dem Ventilator ist halt optimal. Dann haben wir im Fahrzeug noch hier hinten im Schlafbereich eigentlich eine Mikrowelle mit einer Grillfunktion. Da machen wir dann morgens unsere frischen Brötchen. Und ein Fernseher darf natürlich auch nicht fehlen. Das ist dieser Heizlüfter, den wir nachts benutzen. Der kommt dann hier vorne in die Steckdose rein. Den stellen wir dann ein auf 18 Grad. Und der hält dann die ganze Nacht über hier in dieser kleinen Höhle dann 18 Grad. Wir haben hier vorne diesen Vorhang, den machen wir dann einfach komplett zu. Das ist so ein blichtdickter Vorhang, Verdunklungsvorhang, der auch die Wärme ziemlich gut hält. Und hier vorne haben wir dann auch noch einen, kann ich mal zeigen, so einen Vorhang, den wir dann auch hier rüber ziehen. Der geht hier komplett um die gesamte, hier vorne komplett rum und wird dann auch nachts reingemacht. Wird dann auch zugemacht und dann haben wir hier eine komplette Höhle. Die ist dann 1,40 Meter breit und auf 1,92 Meter oder 93 Meter. Und dann wird dieser Raum alles über diesen kleinen Heizstrahler einfach warm gehalten. Den stellen wir dann auf 18 Grad und der geht dann immer wieder an, wenn die 18 Grad, oder wenn es bei 17 Grad ist, geht der wieder an.
und hält dann eigentlich die ganze Nacht 18 Grad. Das ist dann, also wir heizen hier im Auto über eine 4 kW Dieselheizung. Die benutzt man dann, wenn es wirklich kalt ist. Und tagsüber benutzt man dann die Fußbodenheizung und nachts dann den Heizstrahler. Und ja, so funktioniert es eigentlich bei uns ziemlich gut. Mit der großen Solaranlage und der großen Lithiumbatterie ist das eigentlich alles kein Problem. Gut, komm schon einfach mal rein, dann gehen wir weiter. Hier oben haben wir nochmal so einen großen Hängeschrank. Der ist auf zwei Abteile geteilt. Einmal hier hinten ist dann ja für den kleinen Mann die komplette Wäsche von ihm drin. Und hier ist dann unsere mehr oder weniger die wichtigeren Sachen, also die etwas wertvoller sind. Dafür haben wir dann extra solche Schlösser hier drin, mit denen wir dann einfach alles abschließen, wenn wir weggehen. Es ist eigentlich ganz leicht aufgebrochen alles, aber der Sinn der Sache ist, dass wir demjenigen, der hier einbrechen möchte, es einfach schwerer machen wollen. Wir haben eine Alarmanlage hier verbaut. Zeit schinden, damit der länger braucht. Wir haben hier drin eine Haus-Alarmanlage verbaut mit Bewegungssensoren und Kamera. Also wir bekommen dann sofort eine Nachricht, wenn die Tür geöffnet wurde oder hier drin sich irgendwas bewegt. Die Türen werden ja von innen auch noch alle zugemacht. Wir laufen dann über die Schiebetür raus und die Schiebetür wird dann auch noch verschlossen, ins Fahrzeug kommen oder halt eigentlich nur durch die Fenster. Und wenn er da reinkommt, bekommen wir da auf jeden Fall eine Meldung. Oder wenn eine Tür aufgemacht wird, bekommen wir dann auch gleich eine Meldung. Wir haben solche Türsensoren, die zeige ich euch gleich, wo noch überall verbaut sind. Ja, hier unten haben wir noch eine Ablage für, ja, wenn wir nachts schlafen gehen, wo wir unsere Telefone hinmachen oder dann die Fernbedienung, irgendwie sowas in der Richtung. Ja, dann geht's weiter zu unserer Küche. Die Küche ist schon die dritte Küche. Wir haben sie jetzt schon zum dritten Mal umgebaut. Jetzt sind wir so weit, dass wir sagen, die Küche so wie sie jetzt ist, sind wir absolut zufrieden damit. Wir können die Küche nochmal erweitern. Da haben wir hier dann so einen Schwenktisch rangebaut, den wir von unten dann aufmachen können, der dann mehr oder weniger so 3 cm raussteht von innen dann, wo er dann absolut uns nicht stört. Dann haben wir hier unten einen Kühlschrank verbaut. Das ist ein Dometic Kühlschrank, 12 Volt Kühlschrank, der bei uns von beiden Seiten zu öffnen ist und absolut empfehlenswert. Wir hatten vorher so einen ganz normaler 230 Volt Kühlschrank, der war auch ganz okay, aber er war halt für uns viel zu klein schon. Wir haben im Fahrzeug eine Tauchpumpe verbaut, die dann, sobald der Wasserhahn bedient wird oder der Duschhahn, wie auch immer, bedient wird, sind da solche Schalter drin verbaut. Das sind so typisch aus dem 12-Volt-Bereich oder aus dem Reisemobilbereich. Und da wollten wir eigentlich eine Druckwasserpumpe drin haben, die dann eigentlich immer an ist und den Druck dann erreicht und dann ausgeht. Aber wenn da halt irgendwas kaputt sein sollte, irgendwie eine Schelle sich löst, dann pumpt er uns halt das ganze Fahrzeug voll. Wegen dem habe ich mich dann für eine Tauchpumpe entschieden. Und die funktioniert auch gut eigentlich. Die arbeitet mit 2,3 Bar, glaube ich. Das reicht für uns absolut. Zum Duschen wäre natürlich ein bisschen mehr Druck, wäre um einiges von Vorteil, aber es funktioniert auch. Dann haben wir solche Schubladen mit Drucknöpfen verbaut. Ja, die sind dann mit Softclose und mit solchen Druckknöpfen. Anfangs hatten wir keine Druckknöpfe, weil ich am Anfang gesagt habe, die brauchen wir eigentlich nicht. Durch das Softclose wird es zuhalten. Ja, wir haben dann irgendwann festgestellt, sobald die Schubladen dann etwas voller sind wie normalerweise und man dann etwas rasanter in die Kurve gegangen ist, sind dann die Schubladen aufgegangen. Und daher habe ich dann solche Druckknöpfe bestellt und bin absolut zufrieden damit. Im vorderen Bereich haben wir dann nochmal einen Besteckkasten, den wir dann einfach rausziehen. Da ist dann dieser Besteckeinsatz, den machen wir raus. Da haben wir dann alles Mögliche drin, was wir halt so tagsüber brauchen. Und im unteren Bereich haben wir dann unsere Teller und Frühstücksbretter, paar Gläser und so, ja, so Gedönse, was wir halt zum Kochen brauchen. Ja, vom Stauraum ist das hier eigentlich ziemlich optimal. Das hier passt auch richtig gut rein. Dann machen wir das zu.
Muss ich sagen, dass es durch Zufall war. Ja, das war... Das war Glück. Der Besteckkasten, der war durch Zufall eigentlich. Wir haben das gar nicht geplant. Also ich wollte eigentlich irgendwas aus Holz bauen. Und da waren wir in einem Laden und Bibi hat es dann durch Zufall so gesehen und hat gesagt, hey, das passt doch perfekt rein. Anfangs habe ich gedacht, nee, das passt ja nicht. Und sind wir ins Auto rein, also haben es dann gekauft, sind ins Auto rein, es hat perfekt gepasst, also war richtig Glück. Und eigentlich war ja die Idee, dass wir nur die Schublade nur für Besteck benutzen. Genau. Und daher passt es perfekt. Dann haben wir diesen Schwenktisch. Dazu gibt es auch ein Video, wie ich den gebaut habe. Das verlinke ich euch mal hier oben oder da. War absolut eine Bereicherung beim Kochen. Ist das halt optimal. Der wird dann einfach wieder eingeklappt, wenn er nicht benötigt wird. Der wird dann über Magnete und noch über den Zug, wo er drin ist, gehalten. Dann haben wir hier im unteren Bereich einmal unsere Kaffeemaschine und einmal unseren Wasserkocher. Und dann unsere Kaffeepads, die wir dann für die Maschine benötigen. Das sind so Alu-Pads, also nichts mit Kunststoff. Da haben wir uns dann gesagt, anfangs wollten wir dann so eine ganz normale Kaffeemühle, aber als wir dann die hier gefunden haben, sind wir halt eigentlich bei der Maschine geblieben und nutzen es ziemlich gerne. Der verbraucht ungefähr 1400 Watt und der liegt bei 2000 Watt. Funktioniert alles richtig gut bei uns. Hier unten drunter haben wir noch den Mülleimer, der jetzt gerade ziemlich voll ist. Da warten wir dann auf eine Möglichkeit, bis wir dann irgendwie einen guten Ort haben, wo wir dann, oder eine Müllhalde oder irgendwie einen großen Mülleimer finden, wo wir es dann entsorgen können. Weil zum Beispiel auf dem Platz, wo wir jetzt stehen, da gibt es keine Mülleimer und auf den meisten Parkplätzen, wo wir dann sind, gibt es dann nur kleine Mülleimer, wo man so Müll dann nicht entsorgen kann. Daher müssen wir das dann mit uns etwas mit rumschleppen. Aber das machen wir eigentlich gerne. Hauptsache den Platz verlassen wir sauber. Dann hier unten drunter haben wir dann auch so wie, da haben wir dann Lebensmittel drin und einfach drunter haben wir auch Lebensmittel. Und ja, die ganzen Schubladen sind alle mit Softclose und Druckknopf. Gut, dann geht es weiter mit der Dusche. Und zwar die Dusche, die war uns eigentlich ziemlich wichtig, dass wir eine Dusche da im Fahrzeug haben. Denn wenn wir ein paar Tage unterwegs sind oder ein paar Wochen unterwegs sind, wollten wir uns halt auch richtig sauber machen. Und nicht nur eine Katzenwäsche machen oder auf Campingplätze und da dann die Dusche nutzen. Das war irgendwie nicht so die Option. Und daraufhin haben wir uns dann so eine Dusche gebaut. Die sind solche Duschtüren aus dem Campingbedarf. Und haben für die Wände so das sind Alu-Verbundplatten haben wir verwendet. Und ja, dann ist die Toilette, das ist eine Trockentrenntoilette. Dann können wir uns eben mal zeigen. Da ist dann vorne kommt das Flüssige und hinten kommt dann das Feste. Und haben noch zusätzlich eine Absaugung verbaut, da ist hinten dran. Also wir haben hier drin, da kann man sehen, da ist so ein 12-Volt-Stecker. Der ist wasserdicht und wir haben in der Toilette so einen Ventilator verbaut, der dann die Luft aus der Toilette raussaugt und hinten in dieses, kann man gar nicht so aussehen, da unten ist so ein Schlauch und der geht bei uns in den Abwassertank rein und ich habe den Abwassertank bei uns unten drunter so geteilt, dass das Wasser nur in den Abwassertank kann und die Luft zur Entlüftung eigentlich, falls der Tank dann voll sein sollte, also unser Abwassertank, das Wasser dann nicht nach innen ins Fahrzeug kommt, sondern nach außen. Und da über diesen Kanal wird dann bei uns die Luft aus der Toilette gedrückt und nach außen. Und somit haben wir dann absolut gar keine Gerüche hier im Fahrzeug. Ja, ich kann es euch mal zeigen. Also so sieht es dann aus. Da haben wir dann vorne den Urintank und hinten dran ist dann der Kackbeutel, sage ich jetzt mal, wo dann das Feste hinkommt. Und ja, kann ich absolut empfehlen. Und die Dusche ist das. Zweiter, bei uns haben wir hier vorne eine Sitzecke verbaut oder gebaut, wo wir hier unten drunter nochmal Stauraum haben. Da ist dann unsere komplette Elektrik verbaut. Da haben wir drauf geachtet, dass da genug Luft durchläuft oder damit die Luft da drin zirkuliert, damit die ganzen Geräte nicht heiß werden. Da ist dann noch zusätzlich ein Ventilator mit drin. Sobald er dann merkt, dass es da drin richtig warm wird, geht der Ventilator mit an und zieht dann noch zusätzlich Luft oder drückt die warme Luft aus diesem Raum raus
und kommt dann hierher. Und ja, da ist schon unsere Lithium-Batterie auch mit drin. Das ist eine 620 Ampere Lithium-Batterie. Und ja, wir haben halt ganz vieles verbaut. Also, ja, was eigentlich ziemlich gut ist für unsere Zwecke. Dann haben wir hier einmal unsere Sitzecke. Da ist dann noch so ein Gurt, Gurtbock mit dabei. Hier. Der dann, wo uns dann ermöglicht hat, dass wir das Fahrzeug auf 4 Personen umtragen konnten. Das ist dann eine Vorgabe, dass man muss halt das ganze Fahrzeug wurde vom TÜV abgenommen und der Gurtbock hat dann eine Einzelabnahme bekommen. Der muss mit dem Rahmen verschraubt sein, da muss man da extra drauf achten, dass es ja professionell gemacht ist, da das ja ein sicherheitsrelevantes Bauteil ist. Und ja, dann haben wir hier unsere Polster und alles Mögliche, ja. Das ist unser großer Tisch. Der ist ziemlich groß. Der Tisch, der läuft oder der funktioniert über so ein Einrastsystem. Das ist dann üblich im Reisemobilbereich. Und dann haben wir hier unser Fenster noch mit Verdunklung, mit allem drum und dran. Also das ist dann so unsere schöne Chill-Ecke, sage ich jetzt mal. Oben drüber haben wir so eine Halterung für den Fernseher. Den Fernseher von hinten, den müssen wir nur abziehen und dann kommt er hier vorne drauf. Da habe ich extra solche Nippen, wo man den Fernseher so drauf macht. Ja, da haben wir hier den 12-Volt-Anschluss und eine Kontaktschiene von Dometic. Das ermöglicht uns, dass wir dann halt einfach Licht haben und die Dinger überall hin machen können, wo wir wollen. Hier vorne haben wir dann nochmal so einen Hängeschrank, wo wir dann unsere Klamotten drin haben. Ja, das ist dann halt, eine Seite ist dann von mir, eine Seite ist von Bianca. Und es sind nicht mehr so viele Sachen drin, wir müssen mal Wäsche waschen gehen. Das werden wir dann in den nächsten Tagen machen, das reicht uns noch alles gut. Ja, die Sitzecke können wir noch umbauen. Da müssen wir den hier unten abschrauben, den Fuß. Der wird einfach abgeschraubt, kommt dann irgendwo hin, meistens da oben eigentlich dann, und wird dann, der Tisch kommt dann nach hier unten. Und da haben wir dann diese grauen Euroboxen, die wir haben. Da kommen dann einfach 2 Stück hier drunter, beziehungsweise eine große, die ganz große, die kommt hier drunter. Und dann hat man hier, wenn man den Stuhl noch dreht, hat man hier eine große Liegefläche, die ist dann 2 Meter auf 90. Also weil unsere Matratze nur 90 ist, so eine Luftmatratze, für eine Person optimal. Man könnte sogar noch größer machen, wenn man hier dann noch irgendwie irgendwas zum Aufklappen macht oder so. Aber das brauchen wir alles gar nicht. 90 cm reicht vollkommen für eine Person, da wir zu dritt immer reisen mit unserem Kleinen. Und im Sommer wird es dann eher ein Bett von ihm. Und ja, oder wenn wir halt mal jemanden mitnehmen, dann ist es da halt ein zweites Bett, wo jemand, der mit uns unterwegs ist oder kurzzeitig mal einen Schlafplatz braucht, hier mit uns dann im Fahrzeug übernachten kann. Hier vorne haben wir dann auch wieder Verdunklungsvorhänge verbaut, die wir dann mit dem Fahrzeug unterwegs sind, damit wir vorne die Verdunklung nicht verbauen müssen, zumachen müssen. Einfach nur diesen Vorhang hinmachen. Wenn es richtig kalt ist, machen wir den Vorhang auch komplett zu. Dann bleibt nämlich die kalte Luft hier vorne und die warme Luft hier hinten. Da machen wir dann einen kleinen Spalt die Fenster auf, denn die ganze Luft, wo über die Dieselheizung dann läuft, die wird von hier vorne angesaugt. Und wenn man einen Spalt die Fenster offen haben, ist es so, wie als würde er Frischluft aus dem Außenraum oder halt auch von draußen ansaugen und pumpt dann die warme Luft hier rein und hat dann den Vorteil, dass hier weniger Kondens sich bilden kann. Ja, unsere Drehsitze, das sind ganz normale Transportersitze eigentlich mit einer Armlehne. Da haben wir dann einfach solche Sitzbezüge. Und darunter ist dann ein bisschen Schaumstoff. Die werden einfach drüber gezogen und sehen dann aus wie so Pilotensitze.
Und ja, absolut empfehlenswert. Da sind dann Drehteller verbaut. Die Drehteller, ja, absolut empfehlenswert eigentlich. Hier oben haben wir nochmal zusätzlicher Stauraum. Da haben wir dann eigentlich so Krimskram-Zeug drin, was wir halt ein bisschen an Werkzeug, Tragetasche, dann Streu für die Toilette, für die Trockentrenntoilette, damit wir das neu anmischen können. Ja, und ja, hier ist dann die Matratze fürs zweite Bett. Da haben wir dann so eine kleine Schale noch dabei. Und ja, dann. Du wolltest noch sagen, was hier wird. Genau. Das wird dann in der nahen Zukunft dann auch noch verkleidet. Da kommt hier noch ein Brett hin, das man dann entweder zum Schieben oder da kommt ein Brett zum Aufklappen hin. Das ist einfach noch schön verkleidet. Hat nämlich den Vorteil, wir haben gemerkt, wenn es richtig kalt ist und hier drin sich ein bisschen Kondenswasser ansammelt, dann sammelt sich da oben ganz viel Kondens an. Und ja, das ist halt nicht von Vorteil, wenn sich das Wasser da oben halt ansammelt. Daher wird es hier vorne zugemacht, damit da hinten auch dann so eine Kältebrücke dann da ist, dass da halt nicht so viel warme Luft ist, weil da ist dann einige Bleche, wie man, ja, hier vorne zum Beispiel ist ein Stück Blech, wo sich dann das Kondens ansammeln kann. Wenn zu ist, dann ist es zu und kommt nicht so viel Feuchtigkeit hin. Gut, dann haben wir im Fahrzeug eine Fußbodenheizung verbaut, die wir über 230 Volt laufen lassen, die wir dann hier vorne anmachen können. Das ist dann eigentlich unsere komplette Elektrik. Da ist dann einmal unser Warmwasserboiler, der ist eigentlich durchgehend an, unser Wechselrichter und hier ist dann unser Frischwassertankanzeige. Die zeigt uns an, wie viel Frischwasser wir noch haben. Unser Batteriecomputer, er zeigt jetzt an, wir haben noch 36,5% vom Akku. Ja, wir gehen eigentlich nie auf den Campingplatz, um den Akku zu laden. Das läuft bei uns alles über die Solaranlage oder über den Ladebooster. An Tagen wie jetzt, an solchen schönen sonnigen Tagen, da arbeitet die Solaranlage ziemlich gut. Und wenn wir da noch zusätzlich fahren, dann wird die Batterie eigentlich bis zu 80 Ampere geladen. Jetzt über die kältere Jahreszeit, außer die Sonne ist halt absolut nicht da, dann wird die Solaranlage oder die Batterie nur mit 50 Ampere geladen. Aber im Sommer, also im richtigen Hochsommer, wenn die Sonne richtig gut da ist, wird die Batterie eigentlich, wenn wir fahren, so immer so mit 100, also bis zu 110 Ampere war es bis jetzt, wo dann die Batterie dann geladen wird. Ja, da haben wir hier oben nochmal so eine 12-Volt-Steckdose, wo wir dann unsere Telefone drüber laden. Hier haben wir dann extra so ein Ablagefach. Eine Alexa haben wir verbaut. Wir haben einige Sachen hier drin, die dann ja, über Smart gesteuert werden. Zum Beispiel unser Pornolicht, sage ich jetzt mal, unser Nachtlicht wird über sie gesteuert. Dann unsere Fußbodenheizung. Sag doch mal das. Zum Beispiel Alexa. Alexa, mach die Fußbodenheizung an. Und dann kann man sehen, die Fußbodenheizung geht an. Wir haben jetzt gerade 19,5 Grad hier drin. Die Alexa oder die Fußbodenheizung ist gerade eingestellt auf, ich glaube, 22,5 Grad. Er heizt dann über die Fußbodenheizung ja, unser Zimmer oder diesen Raum komplett auf und geht dann wieder aus. Unsere Fußbodenheizung ist eigentlich ziemlich sparsam, da das Fahrzeug eigentlich ziemlich gut isoliert ist und die Wärme auch ziemlich gut hier drin bleibt. Wir haben halt überall, wo es ging, jede Kältebrücke eigentlich komplett gestoppt. Wir haben jetzt festgestellt, dass hier in der Schiebetür, wir haben da die Dichtung und vor der Dichtung haben wir nochmal so ein Filzgummi, das noch zusätzlich etwas mehr Druck aufbaut, damit da absolut keine Kälte mehr durchkommt. Ja, Fußbodenheizung, da ist dann, also sobald dann alles geschlossen ist und die Fußbodenheizung dann die Temperatur erreicht hat, hebt dann die Fußbodenheizung die Temperatur. Sobald die Temperatur dann wieder sinkt, heizt die Fußbodenheizung den Raum wieder etwas auf und somit ist die Fußbodenheizung eigentlich ziemlich sparsam über den Tag verteilt. Wie jetzt ist dann viel Sonne da und dann wird, ja, ist es hier drin schön warm, ohne dass wir Diesel verschwenden. Und der Raum wird dann über die Sonne eigentlich geheizt. Und ja, ist eigentlich für uns eine richtig gute Option zur Dieselheizung. Vor allem, da Diesel jetzt aktuell auch noch so teuer ist und wir somit Diesel sparen können. Gut, dann
haben wir hier unten dann unsere Dieselheizung. Da haben wir dann einen, ja, unser wie heißt es? Ja, unsere Wetterstation, wo uns dann anzeigt, wir haben hier drin 18,9 Grad und draußen haben wir 7,7 Grad. Ja. Die Uhrzeit stimmt aber nicht. Die Uhrzeit stimmt alles gerade gar nicht. Da, also irgendwie lässt sich das gar nicht mehr einstellen. Aber das stört uns gar nicht. Für uns sind nur diese zwei Sachen wichtig. Und ja, dann haben wir euch eigentlich das ganze Fahrzeug gezeigt. Es sind so ein paar Kleinigkeiten, die eventuell noch fehlen. Hier haben wir dann auch so eine Leuchtschiene verbaut, wo wir dann beim Kochen dann das Licht dahin hinmachen können, wo wir es halt gerade brauchen. Im Fahrzeug kochen wir selber alles über Induktion, also eigentlich über Elektrik und über Gas. Also wir haben hier im Fahrzeug absolut nichts mit Gas verbaut. Kochen tun wir dann über ein Induktionskochfeld. Da haben wir dann so ein Induktionskochfeld, was man einfach auf die Tischplatte draufstellt. Zur Wohnmobilzulassung hat man einen Gaskocher. Den haben wir dann fest verbaut gehabt, weil der TÜV eine Vorgabe hat, dass man die Kochschelle fest verbaut haben muss. Und da wir dann noch die alte Küche hatten, war das da noch eigentlich ganz gut. Aber in dieser Küche hätten wir auch hier vorne dann das irgendwie einlassen können, dass es dann da drin ist. Aber das wollten wir alles gar nicht, weil dann müssen wir das hier alles noch verändern. Und das ist für uns die beste Option. Es ist der Arbeit mit 2000 Watt. Und den kann man komplett runterregeln bis 300 Watt. Und wir kochen in der Regel so mit 800 bis 1200, glaube ich. Und für unsere Zwecke absolut ausreichend. Also zum Kochen geht es damit richtig gut. Also im Fahrzeuginnenraum haben wir so eine Verdunklung verbaut, die wir dann komplett zumachen können. Und alles blickdicht machen können. Ein Radio haben wir verbaut, so ein Smart, ja, so ein Android-Radio ist es, genau. Funktioniert auch richtig gut, wir sind auch mega zufrieden damit. Unser Abwassertank, der läuft auch über die Dame oder man kann es über den Schalter hier auf und zu machen, damit wir unseren Abwassertank entleeren können, ohne uns bücken zu müssen. Funktioniert auch ziemlich gut. Ich muss es jetzt schon ein paar Mal reinigen, damit das Wasser auch mit einem guten Druck durchläuft. Aber das ist so ein Luxusproblem, sage ich jetzt mal. Hier vorne haben wir unsere Schalttafel für einige Lichter, die wir von außen verbaut haben. Unter anderem unser Lightbar oben auf dem Dach. Da haben wir ein großes Lightbar drin. Das ist so eine, ja, so ein Druckknopfpanel, wo wir dann wo einfach nur Plus schaltet und wir haben das dann an Relais angeschlossen und die Relais schalten dann das LED-Bar auf dem Dach oder LED-Bar hier unten oder diverse kleine Lampen. Die haben wir dann aber direkt hier drüber laufen und hier unten drunter ist dann unsere Dieselheizung. Da haben wir noch ein bisschen Stauraum. Und ja, ansonsten haben wir hier drin eigentlich gar nichts Großes nachgerüstet. Demnächst werde ich dann ein Tempomat nachrüsten bei uns im Fahrzeug. Der fehlt bei uns. Bei uns fehlen auch die kompletten Kabel für Tempomat und für die fürs Lenkrad, damit wir übers Lenkrad Musik anmachen können. Da kommt dann ein neues Lenkrad rein und ein neuer Schleifring. Dazu wird es aber dann ein extra Video geben, da das laut Fiat nicht machbar ist. Aber da werdet ihr sehen, ob es klappt oder nicht. Da werde ich dazu auf jeden Fall noch ein Video machen. Gut, dann fällt mir gerade, hier haben wir eine 12 Volt USB-Steckdose noch verbaut. Die zeigt uns dann an, wie viel Volt wir auf der Fahrerbatterie haben. Und darüber können wir dann unsere Telefone laden während der Fahrt. Dann war es das mit dem Video. Das ist unser Camper, so wie er uns eigentlich gefällt, wie wir ihn auf uns gebaut haben, damit er uns für unsere Zwecke absolut zufrieden ist oder zufriedenstellend ist. Und falls ihr irgendwelche Fragen habt zum Camper oder falls euch irgendwas nicht gefallen hat, schreibt es doch mal in die Kommentare oder habt ihr vielleicht irgendwas, was wir ändern könnten, was eventuell uns helfen könnte, in dem Camper besser zu leben oder halt damit zu reisen. Schreibt es mal alles in die Kommentare rein über Kritik.
wäre ich eigentlich ziemlich dankbar und ja, würde gerne irgendwas anderes noch vielleicht verändern oder bauen. Aber für uns ist es halt ziemlich gut so. Daher vielen Dank fürs Zusehen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao.